Heute gibt es ein super einfaches Rezept aus meiner Kindheit. Ich bin mir sicher, dass viele es auch als Kind gerne zubereitet haben. Neben der klassischen Kokosvariante mit Sahne habe ich eine weitere Tiramisu-Variante für euch als Idee. Diese werden statt mit Sahne mit einer leckeren Sahne-Mascarpone-Creme befüllt und anschließend statt in Milch in Kaffee getränkt. Und on top darf natürlich etwas Backkakao nicht fehlen. Für die Kokosvariante brauchen wir Schlagsahne, Zucker und Sahnesteif. Statt Zucker könnte man auch Vanillezucker verwenden. Diese ganzen Zutaten werden in einem hohen Gefäß sehr steif geschlagen. Und für die Tiramisu-Variante brauchen wir Schlagsahne, Mascarpone, Sahnesteif und Zucker. Auch hierbei werden alle Zutaten in einer Schüssel sehr gut steif geschlagen. Wichtig ist hierbei, dass alle Zutaten kalt sein müssen. Dann brauchen wir natürlich noch Eierplätzchen, sowie Kokosraspeln oder Backkakao, je nachdem welche Variante man zubereiten möchte. Und zum Tränken brauchen wir dann noch Kaffee oder Milch. Auf die Hälfte der Eierplätzchen von der Sahne oder von der Sahne-Mascarpone-Creme draufspritzen. Ich verwende hierbei gerne einen Spritzbottel. Man könnte die Creme aber auch mit einem Teelöffel draufgeben. Anschließend kommt jeweils auf ein Eierplätzchen ein weiteres drauf und wird quasi zusammengeklebt. Für die Kokosvariante die gefüllten Eierplätzchen von beiden Seiten kurz in Milch eintauchen und anschließend in Kokosflocken wälzen. Und für die Tiramisu-Variante die gefüllten Eierplätzchen von beiden Seiten kurz in Kaffee tauchen und später kommt dann Backkakao drauf. In einer Packung Eierplätzchen sind ungefähr 80 Eierplätzchen drin, daher kommen am Ende 40 gefüllte Eierplätzchen raus. Und die Mengenangaben für die Füllung ist jeweils für 40 gefüllte Eierplätzchen gedacht. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel beide Varianten zubereiten möchtet, könnt ihr von beiden jeweils die Hälfte zubereiten. Die fertigen Plätzchen für mindestens eine Stunde durchziehen lassen und für die Tiramisu-Variante auf die Plätzchen mit Kaffee etwas Backkakao draufstreuen. Und ja, dann sind die Plätzchen auch schon sofort servierbereit. Die genauen Mengenangaben zum Rezept findet ihr natürlich wie immer unten in der Infobox. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachmachen. Lasst es euch schmecken und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Bis dann!